Moin Leute, das erste Video mit allen Spielen der Saison in dieser dritten Liga fängt hiermit an. Ich bedanke mich schon mal im Vorhinein fürs Zuschauen. Denkt immer dran, ich bin kein ausgebildeter Top-Kommentator, das heißt Sprachfehler oder so können durchaus mal auftreten. Es handelt sich hierbei nur um eine Prognose. Wenn euer Top-Ergebnis oder Lieblingsergebnis nicht kommt, dann liegt das nicht an der Prognose oder an mir oder... Na, es liegt schon an der Prognose, aber es liegt nicht daran, dass ich was gegen euren Verein habe. Das ist nämlich nicht der Fall. Ansonsten bei Uerdingen ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Die spielen ja eigentlich in der Hinserie im Schau ins Land Reisenstadion von Duisburg. Dementsprechend ist das hier noch fehlerhaft eingetragen. Hier spielen sie noch im Grotenburg-Stadion, aber ab dem nächsten Heimspiel ist das dann auch angepasst. Ja, ansonsten tippt gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr glaubt, wie diese Partien hier ausgehen. Die Timelinks findet ihr auch hier. Ansonsten Daumen, Abo, aber nur, wenn es euch gefällt. Naja, jetzt geht's los mit Braunschweig gegen Karlsruhe. Viel Spaß. Es begann eine neue Ära. Nicht nur, weil es eine neue Saison war und weil Braunschweig in der dritten Liga startete. Nein, Henrik Petersen übernahm von Lieberknecht, der Ewigkeiten im Amt bei Braunschweig auf der Trainerposition war. Die erste Möglichkeit gehörte hier auch der Elf des dänischen Trainers. Gute Parade von Uphoff, der schnell genug unten ist und den Ball von Chanbas parieren kann. Nach 22 Minuten dann auch Karlsruhe endlich auf dem Weg nach vorne. Tiede bringt den Ball auf Sané, Neuzugang aus Groß-Asbach, scheitert noch an Engelhardt, aber der andere Neuzugang, Manuel Stiefler, sticht dann zu. 22. Spielminute, der Gast war in Führung. Die erste wirklich gute Offensivaktion der blauen Gäste von Alois Schwarz traf dann direkt ins Schwarze. Es war dementsprechend etwas unverdient. Es war kein Abseits bei dieser Hereingabe von Tiede. Sané, wie gesagt, scheitert noch. Dann der Abpraller, aber direkt vor die Füße von Stiefler. Im zweiten Durchgang kam Karlsruhe deutlich besser in die Partie rein als noch im ersten und dann konnten sie auch direkt Profit rausschlagen. 55. Spielminute, Sadio Sané, ein Treffer vorbereitet, ein macht er jetzt selbst. Und das ist sicherlich ein Einstand, den man so erstmal machen kann. Braunschweig war hier deutlich besser eigentlich in der Partie, aber war dann im Endeffekt im eigenen Strafraum etwas zu ungeordnet. Mit Sané geht keiner so recht mit und dementsprechend ist Engelhardt aus der Position dann wieder chancenlos. Sie versuchten alles, die Blau-Gelben, alles nach vorne zu schmeißen. Nyman kam mittlerweile rein und Onur Bulut dann mit diesem genialen Pass in die Schnittstelle. Und das ist Christopher Nyman, der eigentlich hier den Anschlusstreffer erzielen muss. Knapp 20 Minuten vor dem Ende hätte das sicherlich nochmal Spannung bedeutet für die Schlussphase. Aber Braunschweig gab sich nicht auf. Nyman auf Thorsen. Neuzugang zieht in den Strafraum ein und bringt den Ball irgendwie über Pissot zu Nyman, der aber wieder scheitert. Uphoff hatte wirklich einen tollen Tag erwischt. Pissot mit dem Fehler, aber sein Schlussmann bügelte das Ganze dann aus. Doch Braunschweig wollte das einfach nicht auf sich sitzen lassen. Sie wollten es nicht wahrhaben, aber Karlsruhe war ein starker Kontrahent und die Möglichkeiten muss man dann reinmachen. Nyman nochmal auf Bulut, aber wieder vergeben. Und dann blieb es letztendlich auch bei diesem 0:2. Braunschweig schaffte es nicht mehr. Chancentechnisch waren sie mindestens gleichwertig, aber auf dem Papier steht zum Auftakt ein 0:2. Aber auf der Leistung kann man grundsätzlich aufbauen. Der Karlsruher SC hingegen startet perfekt in die Saison und mit 3 Punkten sind sie sicherlich sehr zufrieden, wieder nach Hause zu reisen. Man nimmt sich immer viel vor, so in der Saison, wenn es dann wieder losgeht. Und am Samstagnachmittag wollte der VfR Aalen gegen SVW in Wiesbaden die ersten 3 Punkte der Saison direkt festmachen. Es ging aber denkbar schlecht los, denn Wien hatte es super erwischt und dann konnten sie sogar das 1:0 erzielen. Stefan Andres in der 4. Spielminute war der Plan von Aalen schon ein Stück weit über den Haufen geworfen. Das war ein guter Ball von Vroker, es war kein Abseits, wie wir in der Wiederholung zumindest erahnen können. Die Arme gehen hoch bei den Verteidigern, aber wie gesagt, es war richtig, hier nicht auf Abseits zu entscheiden. Und die Gäste aus Wien, Wiesbaden, waren deutlich besser drauf. Manuel Schäffler, Top-Torjäger aus der Vorsaison der dritten Liga, trifft hier nur den Außenpfosten. Klasse Abnahme, man sieht seine Qualitäten in jeder Aktion, hier hämmert er drauf. Bernhard wäre wohl ohne Chance gewesen, aber das Aluminium rettet. Wir springen in den 2. Durchgang. Aalen wurde dann auch endlich mal nach vorne aktiv. Slavov erobert den Ball
von Stefan Andres, dem Torschützen des 1:0. Aber Kolke war dazwischen und konnte dementsprechend das 1:1 verhindern. Und Wien Wiesbaden war auf dem Weg nach vorne zielstrebiger und konnte gute Möglichkeiten immer wieder erarbeiten. Scheffler auf Stefan Andres, der dreht sich einmal, wackelt einmal mit dem kompletten Körper und erzielt hier einen Doppelpack. 65. Spielminute, das 2:0 für Wien war nicht grundsätzlich verdient, aber der VfR Aalen wurde kalt erwischt. Der Gästeblock freute sich, es waren nicht so viele mit dabei, aber die, die da waren, die waren entzückt. Bei wunderbarem Fußballwetter Bernhard mal wieder ohne Möglichkeit. Aber Aalen gab nicht auf und spielte vorsichtig gesagt sehr aggressiv nach vorne. Und in der 74. Spielminute erzielten sie dann auch durch Matthias Moris den Anschlusstreffer. Das 1:2 ebnete nochmal die Möglichkeit, vielleicht doch zumindest noch einen Punkt und einen moralischen Sieg zu erlangen. Wien Wiesbaden war dann etwas offen über die rechte Seite. VfR Aalen schlug zu und es gab nochmal die Möglichkeit für den VfR. Flanke von Moris, der Eckball reingetreten, nicht schlecht. Aber Kolke konnte den Ausgleich verhindern, hielt das 2:1 für seinen Club fest und so startet Wien, ein Geheimfavorit vielleicht für diese Saison zum Aufstieg, mit 3 Punkten. Und der VfR Aalen muss sich ärgern, dass er nicht früher aufgewacht ist. Das Stadion an der Bremer Brücke war sehr gut besucht. In Osnabrück waren die Würzburger Kickers zu Gast, die hier gut loslegten und direkt mal ein Ausrufezeichen setzen wollten. Patrick Göbel auf Gnase, Neuzugang aus Heidenheim, legt nochmal auf Göbel und dann Baumann wieder auf Göbel. Aktivposten bei den Würzburger Gästen, aber erstmal in die Arme von Nils Körber, der ja neu dabei ist im Tor bei den Osnabrückern. Uahim dann mit dem Ball auf Blacher. Wäre schon mehr möglich gewesen, nach knapp 20 Minuten die Möglichkeit für Osnabrück. Und dann gab es diesen Strafstoß unmittelbar vor der Pause. Susac rennte etwas unglücklich in Baumann rein. Es gab dementsprechend Strafstoß und Patrick Göbel nahm sich der Sache an. In der 45. Spielminute guckt er sich Körper aus. Er macht es, Körper bleibt stehen und Göbel profitiert. Das 1:0 also unmittelbar vorm Seitenwechsel, zum wertvollsten Zeitpunkt, den es nur geben kann. Die mitgereisten Gäste freut es natürlich, im Hintergrund sind sie zu sehen. Würzburg mit einigen Neuzugängen am Start und hier konnten sie eine gute Partie erstmal abliefern. Göbel platziert den Ball unten links, wäre auch, wenn Körber die Ecke geahnt hätte, relativ schwer geworden, den zu halten. Im zweiten Durchgang wollten die Lilanen Osnabrücker aber direkt antworten. Blacher Neuzugang aus Wien scheitert aber hier noch am gut reagierenden Keeper. Und Würzburg konnte immer wieder Nadelstiche setzen. Gnase ist das. Aber im letzten Moment ist Körber dazwischen und verhindert das 0:2. Das hätte die Entscheidung bedeutet. Und Osnabrück gab nicht auf. Tim Danneberg mit der Flanke auf Susac. Und der macht in der 89. Minute doch noch den Ausgleich. Sie warfen alles nach vorne. Würzburg am zweiten Pfosten völlig offen. Hatte keiner den mit aufgerückten Innenverteidiger auf dem Schirm. Erst noch der Unglücksrabe in der ersten Halbzeit den Strafstoß verursacht. Jetzt steht er genau da, wo er stehen muss. Ist eben auch unbedrängt. Köpft den Ball klasse ein. Kann er machen. Ist seine Qualität und keine Chance zu halten. Osnabrück macht also am Ende dann doch noch einen Punkt gegen Würzburg dingfest. Karl-Zeiss Jena gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Das Ernst-Abbe-Sportfeld war insbesondere mit vielen Jena-Fans zum Saisonauftakt gut bestückt. Der Sonnenhof Groß-Asbach oder die Sonnenhof Groß-Asbach bringt ja meistens nicht so viele Zuschauer mit in die Stadien. Die erste Möglichkeit gehörte hier aber den Gästen. Bösel wird da bedient, trifft dann aber nur das Außennetz. Karl-Zeiss Jena dann tat sich schwer, lange Zeit, kam endlich auch mal zu einer Möglichkeit. Günther Schmidt aber scheitert hier noch am gut reagierenden Keeper. Letztendlich wird die Situation dann von dem Verteidiger geklärt. Aber unmittelbar vor der Pause kam dann nochmal Julian Günther Schmidt mit diesem Geniestreich. Was für ein Treffer, 44. Spielminute, das 1:0. Für Jena. Mittlerweile hatten sie sich das auch verdient, fanden schwer in die Partie, konnten dann aber mehr und mehr aufwachen. Und das ist ein super Treffer, den man so erstmal erzielen muss. Da ist auch nichts zu halten. Der Pass perfekt
ins Kreuz. Kann man sich nicht oft genug anschauen. Passt eben auch sensationell unter die Latte. Stand also zur Pause 1:0 für Jena. Ein sehr guter Ausgangspunkt für den zweiten Durchgang. Und da hatten sie dann auch erstmal das Selbstbewusstsein. Günther Schmidt mit der Vorlage auf Starke, der hier aber das Tor nicht traf. Da muss der Keeper nicht eingreifen. Groß Asbach versuchte alles, warf alles nach vorne. Das ist Baku mit dem Abschluss, aber doch etwas zu harmlos. Nicht wirklich gut, nicht wirklich gefährlich. Aber er kam wenig später nochmal und die Zeit neigte sich langsam dem Ende zu. Nochmal Röttger mit der Vorlage. Baku versucht es direkt, aber auch das deutlich zu harmlos. Und so rettete Jena irgendwie dieses 1:0. Durch ein Traumtor über die Zeit. Groß Asbach wachte dann letztendlich im zweiten Durchgang deutlich zu spät auf und kann so zum Auftakt nicht mal einen Punkt mit nach Hause nehmen. Es war schwer beim Spiel Fortuna Köln gegen Preußen Münster im Südstadion einen wirklichen Favoriten im Vorhinein auszumachen. Man kann die beiden Mannschaften nicht mehr vergleichen mit dem, was sie im letzten Jahr noch aufs Feld stellen konnten, denn viele Neuzugänge und viele Abgänge hatten beide zu beklagen und Philipp Hoffmann von Preußen Münster konnte hier erstmal das erste Tor erzielen. Ein Auftakt nach Maß in diese Saison und eventuell die erste Antwort auf die Frage, wer denn wohl besser in diese Saison rein starten könnte. Der Gästeblock war sehr gut besetzt. Die Münsteraner Fans sind ja sehr reiselustig in der Regel und hier wurden sie auch belohnt bei schlechtem Wetter. Machte Philipp Hoffmann das 1:0. Das ist Moritz Hartmann, ein Neuzugang aus Ingolstadt, der mal zeigt, dass er Qualitäten hat, dass er Erstliga- und Zweitliga-Erfahrung hat, drischt den Ball hier nur ans Aluminium. Das war wirklich Pech. Aber Preußen Münster wollte das 1:1 in der ersten Halbzeit noch erzielen, scheiterte hier aber an Rehnen. Eine super Reaktion, fährt den linken Fuß aus. Da kann selbst der beste Schütze nichts mehr machen. Fortuna Köln versucht im zweiten Durchgang weiterzuarbeiten. Scheu auf Menz, der immer wieder aktive Phasen hatte im Spiel nach vorne. Aber auch hier scheiterte an seinen Nerven. Da wäre mehr drin gewesen. Die Partie neigte sich dann im zweiten Durchgang schon langsam dem Ende zu. Und das ist nochmal Menz. Nochmal Menz. Muss eigentlich ablegen. Macht es dann selber. Schräder ist dazwischen. Und dann kann Schnitzler den Ball in den Arm festhalten. Es kam dann nichts mehr. Preußen Münster hatte nicht viel mehr zu bieten als dieses Tor, aber sie retteten es über die Zeit. Fortuna Köln hätte mindestens einen Punkt verdient gehabt, aber die Torchancen müssen dann auch genutzt werden. In dieser Liga kommt es ja häufig mal zu Ostduellen. Der FSV Zwickau traf am ersten Spieltag im Stadion Zwickau auf den Halleschen Fußballclub und die Gastgeber hatten direkt von Anfang an Probleme, diese starken Hallenser zu verteidigen. Fetch ist das mit der ersten Torchance, mit dem ersten Tor, aber wir sehen es. Zwickau rückte gut raus und dementsprechend der strafbare Raum richtig erkannt. Zwickau kam etwa 10 Minuten vor der Halbzeit wirklich gefährlich vors Tor. Das ist Frick, der nochmal die Übersicht hat. König, der beste Torschütze der Zwickauer, kann hier noch nicht das Tor erzielen. Es war aber eine durchaus vernünftige Partie. Im zweiten Durchgang wurden die Chancen dann noch besser. König ist das auf Lauberbach. Lauberbach, Neuzugang, testet Müller, der mit den Knien reagiert und das Tor verhindern kann. Es war eine ausgeglichene Partie. In beide Richtungen hätte sie umschwenken können. Dann aber diese Möglichkeit und was für eine Tat von Brinkis. Super Reaktion, dass er den noch irgendwie rausholt. Da kann man nur den Hut vorziehen, aber der anschließende Eckstoß wurde ebenfalls gefährlich. Antonitsch kann den Ball nicht richtig klären. Pascal Sohm kriegt den nochmal und dann steht völlig frei in der Mitte Hendrik Staroschik, der Verteidiger in der 63. Spielminute mit dem 0:1. Das war jetzt mittlerweile auch nicht ganz unverdient. Wie gesagt, das Tor war eine Frage der Zeit und die Frage war, auf welcher Seite fällt es. Halle hatte es erzielt. Aber es war noch nicht vorbei. König holte nochmal alles raus, was er hat. Dieser Abschluss war noch etwas zu harmlos, doch sie gaben sich nicht auf. Der FSV Zwickau in der Nachspielzeit nochmal mit einem Eckstoß von der linken Seite. Lange bringt den rein und wieder König. Es war ihm heute einfach kein Tor vergönnt. Ein Unentschieden wäre am Ende sicherlich rechtmäßiger gewesen, aber der hallische FCN führt einen Dreier zum Saisonauftakt und kann damit sehr zufrieden in diese Saison reingehen.
Dass man diese Partie nochmal in der dritten Liga erleben würde, hätte man sicherlich auch nicht für möglich gehalten. Der erste FC Kaiserslautern empfing im Fritz-Walter-Stadion die Münchner Löwen. Und die Roten Teufel hatten den besseren Beginn. Lex mit einem Querschläger im eigenen Strafraum sollte man nicht machen. Biada aber scheitert noch an Hiller, der den Ball ohne Probleme festhalten kann. Dann gab es aber Strafstoß. Quirin Moll hatte das Foul begangen. Und die Möglichkeit für Lukas Balwis auf 1:0 zu stellen. Das erste Tor von Kaiserslautern überhaupt in der dritten Liga zu erzielen. Und das macht er auch. 28. Spielminute. Lukas Balwis jetzt fest verpflichtet. Könnte ganz wichtig werden mit seinen Qualitäten. Sebastian Andersson mussten sie ja abgeben. Dementsprechend war die Suche nach einem Stürmer erstmal eröffnet. Aber Balwis kann sie eventuell in dieser Saison beantworten, zumal er weiterhin stark aufspielte. Bergmann auf Balwis und der machte den Doppelpack. 39. Spielminute jetzt zum Saisonauftakt. Viel besser geht es nicht. Wichtig, dass man den binden konnte und eventuell ist er eben dann einer, der zum Aufstieg, zum Wiederaufstieg beitragen kann. Die Münchner Löwen starteten wirklich nicht gut in diese Partie. Mussten sich noch gewöhnen, haben ja auch einige Neuzugänge, aber das darf keine Ausrede sein. Der erste FC Kaiserslautern hatte auch wirklich einen fast kompletten Austausch der Mannschaft vorgenommen. Wir springen den zweiten Durchgang, dann gab es wieder einen Elfmeter, diesmal für 1860. Kraus rauscht da rein in Grimaldi, sollte er nicht machen. Sascha Mölders nahm sich der Sache an und verkürzte zum 2:1. Halbe Stunde noch zu spielen, also alles möglich für die hellblauen Löwen. Hier noch zumindest einen Punkt mitzunehmen im altehrwürdigen Fritz-Walter-Stadion. Der Gästeblock voll besetzt, war wieder in bester Laune. Der war platziert geschossen, unhaltbar. Da war nichts zu machen. Aber es kam nochmal dieser Balwis zur Möglichkeit, fast das dritte Ding an diesem Nachmittag zu erzielen. Scheiterte ganz knapp. Und so gab es 10 Minuten vor dem Ende nochmal die Möglichkeit für 1860 auf 2:2 zu stellen. Eckstoß von der linken Seite. Sascha Mölders bringt den ganz gefährlich auf den Elferpunkt und Markus Zierreis trifft nur das Aluminium. Das war bitter, das war die letzte, die beste Möglichkeit nochmal für 1860 hier das 2:2 doch noch zu erzwingen. Im ersten Durchgang waren sie deutlich zu schwach, im zweiten hätten sie dann das Unentschieden auch verdient gehabt, aber Kaiserslautern gewinnt so den Auftakt in die Drittligasaison mit 2:1. So ein klasse Derby zum Saisonauftakt könnte man sich kaum schöner malen. Im Stadion der Freundschaft war Energie Cottbus gegen Hansa Rostock auf dem Papier vertreten. Eine super Partie, die erstmal durch Königs ins Leben gerufen wurde. Was für ein Tor! 11. Spielminute, 1:0 für die Kogge. Sein erstes Saisontor dementsprechend am ersten Spieltag kein Wunder. Macht da wunderbar der Neuzugang, kann hier all seine Qualität zeigen. Was er für einen Abschluss hat, zeigt er hier. Super reingedreht, da ist auch nichts zu halten für Aftus Bahic im Tor. Wunderbar gemacht ins lange Eck. Den kann man mal so machen. Auf jeden Fall der Auftakt nach Maß für Hansa Rostock, die in dieser Saison sehr gerne aufsteigen würden. Einige Neuzugänge auch auf dem Rasen zu stehen hatten. Aber Energie Cottbus ist durch Kampf bekannt geworden und Weidlich macht dann fast das 1:1. Dirk Orleshausen aus Karlsruhe gekommen mit dieser klasse Tat, kriegt gerade so noch die Fingerspitzen ran und verhindert das 1:1. Energie Cottbus kam aber nochmal vor der Pause. Weidlich und dann ist es Kruse, der Orleshausen nochmal testet. Vielleicht wäre der Ball auch auf die Latte gegangen. Orleshausen geht auf Nummer sicher, wischt den Ball nochmal zur Ecke. Aus der resultierte nichts mehr. Stand zur Pause also 1:0. Für Rostock, aber Cottbus wollte unbedingt das 1:1. Kevin Scheithauer mit der Hereingabe. Der Ball wird unzureichend geklärt, aber letztendlich ist es Suku, der sich da reinschmeißt. Neuzugang aus Aue, der Schlimmeres verhindert und Orleshausen kann den Ball ohne Probleme von der Straße in seine Hände auflesen. Aber Energie war weiter dran. Das Tor musste jetzt fallen. Viteretti auf Zimmer und das muss es nun wirklich sein. Die hundertprozentige Möglichkeit alleine vor Orleshausen, der auch schon halb geschlagen war. Da kann man sich mal ärgern. Und das Zimmer, den ich reinmacht, könnte noch wirklich bitter werden an diesem Tag. Denn 26 Meter Entfernung sehen für Bischof gar nicht mal so schlecht aus. Aber er scheiterte, womit die Entscheidung vertagt wurde. Das hätte es sein können, vielleicht sogar sein müssen. Die Position
war vielleicht etwas zu weit links, sodass Bahic den Ball über die Latte gucken konnte. Er ärgerte sich, weil er wusste, Cottbus hat das Zeug, nochmal zu kommen. Und sie kam nochmal. Kerbstein auf Scheitauer. Aber das war zu harmlos. Kein Druck hinter diesem Ball, sodass Orleshausen wieder keine Probleme hatte, den Ball zu halten. Hansa Rostock startet also mit einem 1:0-Sieg in diese Saison. Und Energie Cottbus muss sich ärgern, dass sie aus ihrer Vielzahl an Chancen kein einziges Tor erzielen konnten. Der KFC Uerdingen im Heimspiel der Saison, im allerersten, war es unter Haching, die zu Gast waren und erstmal die Power zu schmecken bekamen, die Uerdingen auf den Platz bringen kann. Das ist Dennis Daube, Neuzugang aus der zweiten Liga, testet zum ersten Mal Königshofer, der den Ball aber hier noch halten konnte. Doch weiterhin nur der KFC Uerdingen. Super Partie. Stefan Aigner aus Colorado gekommen und dann ist Maxi Beister da und erzielt das erste Tor in der Saison für den KFC. 28. Spielminute. Maxi Beister hat in der Regionalliga schon ein halbes Jahr mitgekickt für Uerdingen und kann hier das 1:0 erzielen. Die Freude war groß. Die Freude war wirklich exzessiv. Es war toll, wie er den reingehämmert hat, und da ist dann letztendlich auch nichts mehr zu halten. Mit dieser Wucht ist der Ball nicht aus dem Tor zu kratzen. Aber Unterhaching musste dann langsam auch mal aufwachen und vielleicht auch mal etwas nach vorne tun. Das taten sie aber erstmal noch nicht, weil weiter Uerdingen gut spielte. Und dann die nächste Möglichkeit, fast das 2:0, fast der Doppelpack von Maximilian Beister mit seinem linken Fuß, der wirklich stark ist. Hämmert hier ganz knapp am linken Pfosten vorbei. Das wär's gewesen. Aber vor der Pause kam dann auch mal Unterhaching. Sascha Bigalke mit dem Abschluss, aber deutlich zu harmlos. Fährt ihm noch einer aus der eigenen Mannschaft in die Parade, sodass Vollert den Ball ganz problemlos festhalten kann. Im Flug noch etwas overacted. Aber vor der Pause dann nochmal Vollert. Diesmal war es eine bessere Parade. Diesmal konnte er sich auszeichnen. Konnte den Ball zwar nicht festhalten gegen den Schuss von Thomas Hagen, aber dennoch war er da und klärte zu Ecke. Aus der resultierte nichts. Wir springen in den zweiten Durchgang. Unterhaching wurde jetzt deutlich stärker. Wiedemann Neuzugang aus Heidenheim testet Vollert, aber der reißt die Arme hoch und kann das 1:1 verhindern. Der anschließende Eckschuss brachte aber auch viel Gefahr mit und dann klärt der Weltmeister auf der Linie. Kevin Großkreuz bei Uerdingen im Stammaufgebot natürlich dabei. Aber die Möglichkeit zur Entscheidung hatte trotzdem KFC Uerdingen. Bauer behindert sich jetzt hier gemeinsam mit Königshofer, wissen sich nur ganz, was sie da machen sollen. Kefgier erobert den Ball, bringt ihn dann nochmal rein. Welsmüller kann es dann aber irgendwie noch klären. Und dieser Welsmüller rückte dann mit auf nach vorne. Das ist Hagen und da ist Josef Welsmüller, der das 1:1 erzielen konnte. 13 Minuten vor dem Ende kam dann also doch noch der Ausgleich. Uerdingen etwas zu weit aufgerückt. Eigentlich genug Männer da, aber eben falsch postiert, sodass Josef Welsmüller, der Kapitän, den Fuß noch hinhalten musste und das 1:1 erzielen konnte. Aber Uerdingen war wirklich stark an diesem Tag und versuchte es nochmal. Maxi Beister hat die Übersicht. Maxi Beister, Kefgier scheitert aber an Königshofer, der das 1:1 zumindest am Ende festhalten konnte. Eine tolle Partie, endet also mit einem Unentschieden, letztendlich auch verdient, dieses 1:1 zwischen Uerdingen und Unterhaching. Zum Abschluss des ersten Spieltages gab es am Montagabend noch eine Partie im Frimo-Stadion. Sportfreunde Lotte gegen den SV Meppen. Beide Teams mit viel Neuerung im Kader. Insbesondere Lotte ja von vielen Abgängen und neuen Zugängen beeinflusst. Die erste Möglichkeit hatten hier die Gäste. Granatowski ist das, der aber noch knapp scheitert und fast das 0:1 aber hätte erzielen können. Dann wieder die Gäste. Wagner auf Kleinsorge. Aber etwas zu harmlos, dieser Abschluss, ja, recht unplatziert, wir schauen nochmal drauf, aber da fehlte doch einiges, war leicht zu sehen, dass der am Tor vorbeiging. Meppen wurde dann aber mal unter Druck gesetzt, das ist Jules Reimering mit der Übersicht und Putze konnte das 1:0 erzielen. 45. Minute, das erste wirklich Ausrufezeichen offensiver Art, das Lotte bringen konnte im ersten Durchgang. Brachte direkt das 1:0. Die Sportfreunde Lotte könnten sich sehr glücklich schätzen, hier dieses 1:0 zu erzielen. Das war nicht verdient, da Meppen die deutlich bessere Mannschaft darstellte an diesem Montagabend. Aber wenn man das Tor hat, ist man im Recht und Putze, Joshua Putze, macht das 1:0 ganz überragend
oder überlegt, hält er einfach nur noch den Fuß in. Im zweiten Durchgang aber Meppen weiter erstmal mit den besseren Möglichkeiten. Wagner scheitert aber an Zumak. Das war ein zu harmloser Abschluss. Da war viel mehr drin. Das muss eigentlich das Tor sein. Aber die Lotta kam immer wieder über Kontermöglichkeiten zu Toren wie diesen. Maximilian Österhellwig, was für ein klasse Treffer. 71. Spielminute. Es war weiterhin so, dass Lotte nicht das Spiel in der Hand hatte. Meppen eigentlich die bessere Mannschaft, aber die Tore erzielten eben die Gastgeber. Meppen wusste nicht so ganz, wie ihnen da geschieht. Da stehen sie auch weit offen und dementsprechend auch folgerichtig dieses Kontertor, aber unglücklich war es dennoch. Da ist nicht zu halten gegen diesen Klasseschuss von Österhellwig. Und es gab nochmal die Möglichkeit für Lotte sogar zu erhöhen. Meppen warf alles nach vorne, kam aber nicht mehr zu Möglichkeiten. Österhellwig nochmal mit der Übersicht. Reimering, der das 1:0 vorbereiten konnte, kann sich hier aber nicht selber belohnen für eine gute Partie. Lotte gewinnt also zum Saisonauftakt und zum Abschluss des ersten Spieltages mit 2:0 gegen Meppen und ist damit erstmal gut in die Saison hineingekommen. Jo, hier seht ihr einmal im Überblick die ganzen Ergebnisse des ersten Spieltages und die Tabellensituation dazu. Das ist natürlich am ersten Spieltag alles andere als aussagekräftig. Tippt gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Ansonsten danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und ja, ciao.